ich glaube einfach, dass es schon anfing in der ersten Halbzeit, dass wir nicht gut vorne Druck drauf bekommen haben. Ich glaube, für uns vorne war es ganz eklig. Das Verteidigen, Freiburg hat es auch gut gemacht, aber wollten es mal mit der zweiten Halbzeit ein bisschen verändern. Haben es meiner Meinung nach nicht gut hinbekommen und wären auch nicht so ganz gut torgefährlich. Klar hat man die eine oder andere Chance, aber so im Großen und Ganzen verdient die Niederlage. Ich denke, vor allem in der zweiten Hälfte, wir hatten eine gute Phase. Viele Standards gab, viele gute Chancen, auch in der ersten Halbzeit Lattenschuss vom Laki und ja, ist bitter natürlich. Ich denke, zweite Halbzeit waren wir überlegen und verlieren dann am Ende das Spiel. Ja, gut, jetzt sind wir wieder da nach einer Niederlage. Wenn man das jetzt nach dem Spiel nüchtern betrachten muss, glaube ich, dass wir die ersten Halbzeit viel hinterhergelaufen sind. Trotzdem unsere 2-3 Balleroberungen hatten beim gegnerischen 16er, aber es halt nicht vernünftig zu Ende gespielt haben. Dann in der zweiten Halbzeit haben wir das Ganze tiefer angegangen, hat dann besser funktioniert, hatten bessere Umschaltaktionen nach vorne, hatten mehr Raum hinter der Kette, spielen 2-3 Torchancen gut heraus mit Güler am Ende, wo der Torwart dann gut hält. Ja, und dann ist natürlich ärgerlich, wenn du so ein Sonntagsschuss als Gegentor bekommst, wo dann halt alles genau schief läuft. Ja, das darf natürlich nicht passieren, aber nichtsdestotrotz, ja, müssen wir die Köpfe wieder aufrichten und nächste Woche wieder aufs nächste Heimspiel fokussieren. Ja, ich glaube, wir müssen uns einfach mal um 180 Grad drehen. Also wir müssen einfach wieder das spielen, was wir gespielt haben, als wir die Serie hatten. Einfach genau das wieder auf den Platz kriegen mit Kampf und dann das Fußballerische und dann kommen auch wieder Sieger. Aber so reicht halt einfach in der Liga nicht. Ja, hart arbeiten. Also ich denke, das ist das Einzige, was wir machen können. Hart arbeiten und ja. Ja, aber ich glaube, wir müssen jetzt die Trainingswoche noch ein Tick schärfer in der Trainingswoche sein, noch ein Tick konzentrierter, dass wir auch schon in den Trainingseinheiten uns genauso vorbereiten wie in den Spielen auch. Und ich glaube, da werden wir jetzt noch eine Schippe drauflegen, müssen wir auch eine Schippe drauflegen. Und da bin ich überzeugt, dass wir auch dann im nächsten Heimspiel gegen Viktoria Köln wieder oder ein gutes Heimspiel hinlegen können. Ja, ich meine, ich war zwar noch einmal hier, aber trotzdem war es eine coole Zeit. Aber in den 90 Minuten denke ich da jetzt eigentlich nicht so dran. Bin jetzt aber brutal sauer, wie das Spiel lief und habe dafür jetzt eigentlich auch keinen Kopf.